Hammer! Lukas, was geht heute mit dir, ey? Ich weiß es nicht. Bro, was bei mir so, was bei mir so ein Polestart an Motivation weckt, ey. Ja, und vor allem, was das an Stärke bei dir entweckt, Alter. Ja. Hammer, nice, ey. Der zweite Platz ist für mich wie erster, weil dich krieg ich eh nicht. Ja. 19,8. Boah, heftig. Ich hab jetzt nochmal 2 Sekunden rausgefahren, ey. Muss ich dir jetzt mal vorstellen, der ist jetzt gerade erst in Sektor 3 rein. Ich bin jetzt schon Start-Ziel gerade. Ja, aber ich glaube, wir müssen die nächsten 2-3 Runden rein. Klar, ich guck, dass ich in Runde 11 oder so fahre. Ja. Ich 19 Sekunden Vorsprung, du 19 Sekunden Vorsprung, tipptopp. Ja, oh, ich weiß nicht, vielleicht fahre ich auch schon. Ne, ich fahre Runde 10 rein. Ja, kommt drauf an, wie es sich entwickelt. 20,7. Ja. Vettel ist aber jetzt Dritter. Jo. Ich hab 21 auf dich. Ja. Weil die meisten haben sich halt jetzt auch nochmal harte oder weiche Reifen drauf gemacht. Die müssen halt auch demnächst wieder zum Wechsel für Intermediate. Ah jo, ist für uns auch zum Vorteil. Weil ich glaube, ich habe von mitbekommen, ich weiß nicht, Hamilton? Nee, Vettel hat aber weiche Reifen drauf. Dann war Vettel, wo ich gesagt bekommen habe, dass er weich drauf hat. Weil mein Boxencrew hat gesagt, Vettel hat sich weiche Reifen abgeholt. Ja, also stell dich auf einen kurzen Stint ein. Ja. Und irgendeiner hat einen längeren Stint. Ich glaube, das war Hamilton. Das kann sein. Oder ich. Ja, ne, normalerweise zu von Teamkollege zu Teamkollege sagen die normal so in dem Sinne nix. Ja, deswegen. Ich denke eher Hamilton. Hamilton oder Webber. Ja, das kann sein. Alter, also ich glaube, ich gehe jetzt in die Box. Runde 10? Ja. Ja, fahr ich auch. Sektor 1 ist nämlich brutal nass Sag momentan. Bitte, wenn du drin bist. Ja, 25 Sekunden sollten normalerweise reichen. Irgendwie schon. Also ich weiß nicht. Sag mal 27. Also ich weiß nicht, ob ich fahren soll, weil Sektor 2 ist... Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt rein. Weil, ich fahr jetzt. Sektor 2 ist noch eigentlich sautrocken. Vettel wird in den nächsten 5 Runden an die Box, ne, ich fahr jetzt. Hab ich 8 Grit, aber ich warte noch eine Runde. Sektor 1 ist zwar schon nass, aber Sektor 2 und auch Sektor 3 noch nicht. Ja, Sektor 3 nicht? Es fängt an zu regnen. Also Sektor 3 fahr ich jetzt rein, der ist noch nicht wirklich nass. Weil ist ja total trocken noch. Ah ja, deswegen sage ich ja, also ich bleib noch eine Runde. Ja, das ist dann wirklich, wenn man durch Sektor 1 noch gut durchkommt. Weil mein Boxentyp hier hat gerade gemeint, ja gut, Sektor 3 wird jetzt nass. Also fahr du lieber, ich bleib noch eine Runde. Dann haben wir auch keinen Huddel mit Reifen und so. Jo. Weil mein Typ hier hat jetzt gemeint, es fängt jetzt leicht an zu regnen, dann gehe ich Runde 11. Ja, paar sind schon in der Box. Ja, ich fahr dann doch jetzt rein. Ja. Dann riskiere ich da nichts Riskantes. Jojo, passt schon. Ja, Ende von Sektor 3 ist... Besonders ab Kurven, bevor es auf die Gerade geht. Ja, ja. Die fahr rennen, fahr du nur rennen, ich bleib noch draußen. Ich bin eher an der Box dabei jetzt. Ja, Sektor 1 wird jetzt schon ein bisschen nasser. Und du kriegst auch die Kurve nicht mehr so. Oh je, oh je, oh je. Oh je, wie einfach die Reifen durchdrehen. Scheiße. Oh, Alter, jetzt nur gut durch Sektor 1 durchkommen. Bremsen, bremsen, bremsen. Ah gut, Sektor 2 ist noch trocken, Alter. Hopp, 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 hopp. Schnell, 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 tauschen, 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 tauschen die Reifen mit dem Intermediates. Hopp, 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 schnell, schnell, schnell. 3, 1, 8, 5. Ah, ich hab eben 3, 1, 8, 7, 8, 3. Ich komm immer noch im zweiten raus. Hammer, der Abstand. Lol, Vettel ist auch in die Box. Komm immer noch im zweiten raus, ey. Ja.
Na gut, dann sollte ich auf dem ersten noch rauskommen, wenn du ja noch im zweiten bleibst. Und schon den Stop gemacht hast. Guck, dass ich jetzt nochmal in Runde 20 reinfahre. Ja, kommt drauf an, was der Typi meint mit Boxen. Also mit, Ich hab 46 Sekunden Rückstand. Oh mein Gott. Aber ich war halt auch schon einmal. Ja, die verkleinert sich jetzt nochmal auf vielleicht 26 oder so. Sektor 2, sagen sie immer noch, ist trocken. Ich fahr trotzdem in die Box. Aber man kann sich halt nicht auf einen Sektor verlassen, der dann trocken ist. Dann hast du halt, sag ich mal, dann bist du halt ein Sektor 2 langsamer, aber ein Sektor 1 und 3 schneller. Ja. Gleicht genau sich das aus. Gleicht sich vollkommen aus. Jo. So, hab auch Intermediates drauf. 3,183. Tipptopp. Nice. Vettel müsste eigentlich das auch nochmal reinfahren. Wieso? Hast du gerade eben gesagt, der war drin, oder? Nee, der war nicht drin. Achso, okay. Ja, Sektor 1 ist... Vettel fährt Energiesparmodus, Rundenzeiten schlechter. Ja, aber Sektor 1 ist jetzt schon schwer nass. Also der wird ja schon mit Intermediens schwer nass. Und Vettel fährt in die Box. Tipptopp, tipptopp, tipptopp. Dann hast du gleich nämlich mal 20 Sekunden Vorsprung. Locker. Und ich hab vorher schon 6 oder so. Ja. 5 Sekunden hatte ich. Ja, ja, ja. 4, 5 habe ich jetzt drauf. Was? Vettel hat weichere Mischung aufziehen lassen. What? Irgendwas habe ich gerade gehört, irgendjemand hat weichere Mischung aufziehen lassen. Das ist dumm. Behaupte ich jetzt. Ja. Aber Sektor 1 ist am nassesten, Sektor 3 wird jetzt so langsam nass. Ja, also noch eine Runde weiche Reifen, das ist einfach nur, das kann wirklich rennentscheidend sein jetzt schon. Weil gebe ich zu, der wird jetzt langsam nass. Zumindest der Anfang von Sektor 2. Ja, und Sektor 3 ist jetzt auch nass. Also warte bis jetzt mal nochmal die richtige Entscheidung. 21 Sekunden noch Vettel. Tipptopp. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen größer jetzt, weil in Sektor 1 ja noch langsam ist. Ja. ...34 Sekunden Vorsprung, yes! Ja, irgendeiner ist noch in der Box, den ich am Überrunden bin. Warte, so... Oh mein Gott. Nee, da fahre ich auch gleich immer Getümmel rein, das war so schön, hier so allein zu fahren. Ja, das dauert noch. 34 Sekunden noch, Lukas. Ja, trotzdem. Das ist so arg lang ist das auch nicht. Nee, oh, Alter, Sektor 1 ist jetzt richtig nass, ey. Halt 34 Sekunden, wo ich auf dich Rückstand habe. Und die anderen, die fahren ja noch mal ein Stück langsamer. Ja, aber auch nicht so. Also, dauert noch 2-3 Runden locker. What the fuck, Vettel ist nicht mal Sektor 3. Alter. Weißt du, der war jetzt schon... Sektor 3, ich weiß es echt nicht. Sektor 1 ist schon richtig nass. Ja, klar. Sektor 2 ist noch halbwegs trocken, aber Sektor 3 wird auch schon nasser. 21 Sekunden Vorsprung auf Vettel. Alter, was macht jetzt der Bianchi? Einfach mal keinen Platz. Spasti da, Alter. Alter, lass mich doch vorbei, Hintermann mit Standarddrehzahl. Scheiße, verbremst. Standarddrehzahl. Warte, ich fahr mit Standarddrehzahl. Ja. Ey, Hintermann, das bist du. Ja. Weiß. 22,9 Sekunden hast du Vorsprung. Ja. Wow, 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 fast gedreht. Jo, bin jetzt am 18. vorbei. Oh Gott. Oh ne, Formel 1 hängt grad.
Wie Formel 1 hängt. Ah, Formel 1 hat gerade bei mir gehangen. Ist nochmal okay? Ja, ja. Gut. Wäre jetzt Horror, wenn du das connecten würdest. Das wäre reinster Horror. Dann wird auch ich mich ärgern, Lukas, glaub mir. Vor allem, weil ich nur so gut bin. Ja, vor allem auch, weil ich von Platz 11 auf Platz 1 gefahren bin. Und jetzt Platz 1 souverän führe. Ich fahre wirklich gerade einen souveränen zweiten Platz. Backstrich ersten für mich. Wollte ich gerade sagen. Oh, 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 nicht so weit, nicht so weit. Oh, oh, scheiße. Hat Vettel jetzt wirklich weicher? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen. Gelbphase in Sektor. Alter, ne, doch bist nicht du. Oh mein Gott, ich sehe die erste Überrunde nur auf der Karte. Oh mein Gott. Alter, Adamski. Hä? Was deine erste Überrundung? Eh nicht. Doch, ich hab noch nie eine überrundet. Tipptopp, Lukas. Oh, Malaysia wird meine Lieblingsstrecke, ey. Ja, aber bis jetzt war eigentlich Australien so meine Lieblingsstrecke. Weil ich die so in- und auswendig kann. Ja. Obwohl, China, also Singapur, kann ich jetzt eigentlich auch so gut wie auswendig. Die bin ich gerade eben nochmal um Testgelände gefahren. Und so langsam kann ich die aber auch. Meine Reifen sind schon leicht orange. Meine auch. Wann waren wir in Runde 15, gell? Ne, Runde 10. Ja. Ne, du warst schon Runde 10, ich war Runde 11. Ich war 10, du 11. Genau. Ja, ich will aber jetzt mit einem Stop auskommen, von daher. Also vor 19 geht gar nichts, also eher 20. Bei mir sind die Reifen rot. Eh so nicht. Hellrot. Naja, gut, das lag vielleicht daran, dass mir. Das ist wahrscheinlich in Sektor 2 noch trocken war. Da haben sich die Reifen wahrscheinlich noch gut abgefahren. Muss gucken, 90, ich fahr 19 oder 20 ran, ich weiß damit. Ja, also ich kann frühestens 20 ranfahren. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Was? Achso, nee, ich komme die Runde hier nicht drin. Ich hab grad gedacht, hey, die Box ist für dich bereit, aber ich hab ja meinen Boxenstopp, mein regulärer Boxenstopp ist ja 16. Ja, hast du vorgezogen. Ja. Du hast eine Spritreserve und kannst mehr Sprit verbrauchen, um bei Bedarf schneller zu sein. Ich muss aber bei Bedarf nicht schneller sein, ich bin schnell genug. Ja, meine Boxencrew erwartet mich. Ich muss schon an Runde 15, 16. 16, ja. Aber ich fahr nicht rein. Ich ahn nicht. So, nicht, ich war. Ich hab den einfach vorgezogen. 6 Runden. Ja, das ist das. Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Das könnte ja man dann vielleicht irgendwie. Da müsste die Boxencrew so individuell müsste dann ja, oder man müsste irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Art Sprachchat oder so oder irgendeine Einstellung vornehmen, dass man einfach den Boxenstopp vorgezogen hat, verstehe ich? Ja. Weil ich habe gerade schon nochmal hier stehen, du musst diese Runde rein. Bist du schon in der nächsten Runde 17 schon? Nee, ich bin